Hallo und herzlich willkommen zu mir, dem Strategie-Nerd und dem Kanal-Update vom November 2021. Und ich habe wieder drei coole Spiele für euch, eine Überraschung und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wir fangen an mit Let's Build a Zoo. Dieses Spiel, ja, ich kann es nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag ja so Pixel-Grafiken sehr gerne. Wir werden es auf jeden Fall angucken in einem vorgestellten Video. Und ob es mehr wird, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel noch nicht, ich habe sehr wenig von gesehen und gelesen. Ich lasse mich bei Spielen grundsätzlich gerne überraschen und mache mir meine eigene Meinung und lese tatsächlich auch sehr wenig darüber, weil ich mich da ungern beeinflussen lasse. Deswegen, keine Ahnung, ich werde es mir angucken, werden es uns gemeinsam angucken und vielleicht gibt es mehr dazu. Mal gucken. Also, danach kommt schon am 9. November Jurassic World Evolution 2. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Dinosaurier. Ich finde die cool. Ich habe in diversen Museen mir Dinosaurierknochen angeguckt und Modelle angeguckt. Ich war mit meinem Sohn in Zoos ist jetzt übertrieben, in entsprechenden Museen. Und wir haben diverse Dinosaurier, wahrscheinlich irgendwie die Hälfte derer, die es überhaupt gibt. Und ich finde Dinosaurier mega cool. Und ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, mit euch gemeinsam ein Let's Play anzufangen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Endzone oder Settlement Survival eingestellt wird für dieses Spiel. Wir werden mit einem freien Spiel anfangen, uns einen eigenen Dinosaurierpark zu bauen. Und es wird einen Livestream dazu geben, ebenfalls, wo wir uns die Kampagne angucken werden. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Ganz ehrlich, einfach nur klasse. Ich freue mich wirklich. Und wir gucken uns gemeinsam an und danach, Ende des Monats, gibt es bereits Hearts of Iron 4. Aber alles, was gute Nachrichten hat, muss leider auch schlechte haben. Hearts of Iron 4 wird Ende des Monats Humankind auf dem Kanal fürs Erste ersetzen. Wir spielen jetzt tatsächlich seit einer ganzen Weile, seit dann knapp 2,5, 3 Monaten Humankind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal Lust wieder auf was anderes und Humankind kommt definitiv wieder mit dem nächsten großen Update, also nicht dem November-Update, dem danach, mit dem nächsten großen DLC. Ich guck mal, wann es der beste Zeitraum ist, wieder einzusteigen. Es kommt definitiv wieder, aber wir spielen erstmal Hearts of Iron 4 und das Land werde ich noch nicht verraten. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unter jedem Video findet ihr meinen Kalender. Da könnt ihr genau sehen, wann welches Video kommt. Unten findet ihr die Kalendermonate, Kalenderwochen. Und da findet ihr die entsprechenden Videos, wann welches Video kommt. Und natürlich auch, wann die Livestreams kommen. Und dann nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Ende des Monats, nach den beiden Streams mit Jurassic World Evolution 2, stehen hier drei Fragezeichen im Kalender. Und wer meinen Kanal kennt, weiß, welches Spiel mir vielleicht im Moment wirklich am meisten im Herzen liegt und ich es wirklich vermisse, es zu spielen. Vielleicht könnt ihr es an der Hintergrundmusik ja erraten. Wir werden ein Live-Let's Play beginnen damit. Ich verrate euch nicht den Namen, aber wer die Musik kennt, weiß, welches es sein wird. Mir kribbelt es in den Fingern, dieses Spiel zu spielen. Und wir werden es definitiv wieder anfangen. Und dafür wird auf jeden Fall dann leider Timberborn live eingestellt werden. Aber das Timberborn Let's Play läuft definitiv weiter. Und dann zum Schluss noch ein Hinweis. Der gute Treborianus wird uns ab dem, ich glaube es war der 13. November, mit einem Civilization 6 Let's Play auf dem Kanal erfreuen. 4 Folgen zu Deutschland. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne auf seinem Kanal weitergucken. Und ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich freue mich, dass ich die ersten Folgen auf meinem Kanal präsentieren darf an euch. Und ja, in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid dabei, vor allen Dingen bei den drei Fragezeichen. Ich freue mich mega drauf. Ich habe tatsächlich nichts Spezielles vorbereitet. Wir fangen gemeinsam ein neues Spiel an, darauf, wo wir Lust haben. Es wird kein spezielles Let's Play werden, so wie das alte. Wir spielen gemeinsam ein Spiel und ja, ich freue mich tierisch auf den November mit Jurassic World Evolution 2, Hearts of Iron 4 und eine neue Staffel von Lasst euch überraschen. Macht's gut, bis zu dem nächsten Spielen, Videos, wann auch immer wir uns sehen. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.